Freunde der individuellen automobilen Fortbewegung, seid gegrüßt, Tobi hier von West Berlin Customs bei West Berlin Customs mit einem Jeep Grand Cherokee Typ WH müsste das sein. Das Auto ist sehr, sehr groß. Ich bin 1,90 Meter, täuscht jetzt ein bisschen, aber ich bin 1,90 Meter. Und dieses Auto hier ist auch ungefähr 1,90 Meter jetzt hoch. Also relativ ungewöhnlich für West Berlin Customs, wo wir eigentlich alles ein bisschen tiefer machen. Aber wir fangen gerade ein bisschen an mit diesem 4x4 Thema. Und dieses Auto hier gefällt mir ganz gut, haben wir echt cool umgebaut. Was ist Besonderes an dem Auto? Wir haben einmal ein Trailmaster-Fahrwerk hier drin. Wie man schön sieht, ist das Auto ein bisschen höher als ein normaler Standard Jeep Grand Cherokee WH. Die viel größeren Änderungen, die wir aber vorgenommen haben, sind eigentlich die Radreifenkombination und alle Arbeiten, die damit in Verbindung stehen. Wie man hier schön sehen kann, ist das eine WTEC-Felge, verbaut mit einem BF Goodrich-Reifen, sehr, sehr grobstollig. Dimension ist 275, 65, 17. Und das Besondere an den Reifen, was ich echt cool finde, ist, dass sie etwas haben, das nennt man RWL. Das sind Raised White Letters. Also diese Buchstaben hier, diese hellen weißen Buchstaben. Und ja, ich finde, zu einem Offroad-Fahrzeug passen die extrem gut. Ihr könnt ja mal kommentieren, wie ihr das seht, aber ich finde, der Look passt voll cool zum Auto. Natürlich kann man solche Räder nicht verbauen, ohne relativ viele Folgearbeiten zu haben. Geht einfach nicht, weil die Räder sind groß. Die Reifen hier haben 5% mehr Abrollumfang als das Serienrad. Also das Auto ist, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube so 2-2,5 cm alleine durch die Reifen höher gekommen. Und ja, was passiert, wenn der Reifen groß wird? Dann schleift er überall und dann muss man halt gucken. Die Räder, die Felgen selber, haben auch noch eine relativ geringe Einpresstiefe. Das heißt also, das ganze Rad kommt ein Stückchen nach außen. Es gibt aber ein Teilegutachten für das Auto. Wir mussten jetzt aber, dadurch, dass wir einen anderen Reifen da drauf gebaut haben, als im Felgengutachten drin steht, ein paar Änderungen vornehmen. Unter anderem diese Radlaufverbreiterung hier. Die Radlaufverbreiterung ist, ich glaube, 22 oder 23 mm breit. Wird einfach außen auf den Kotflügel aufgeklebt. Einfach ist auch wieder relativ, also ich habe da relativ viel Mühe mir gegeben, dass es vernünftig aussieht. Natürlich ist das alles vorher einmal entfettet und richtig sauber gemacht. Wichtig ist aber, dass die kommen normalerweise an und dann haben die einfach nur so ein paar richtig scharfe Kanten und Schnitte. Ich habe das jetzt hier alles schön abgerundet, einmal vorne, hinten, ein bisschen anderen Radius gewählt, der ein bisschen kleiner ist, dass das ein bisschen vernünftig aussieht alles. Und ja, an hinten an den Türen war das natürlich auch so, dass wir da tricksen mussten, weil hinten ist ja ein Spaltmaß und wir können ja mal da hingehen, wir können uns das ja vielleicht mal angucken. Der Trick dabei ist, dass man, wenn man diese Teile geschickt bekommt, da hat man eine Industriekante. Das ist dieser Schnitt hier, den man wunderschön sehen kann. Und ich habe jetzt einfach sozusagen die beiden Enden genommen, habe das Ding einmal durchgeschnitten in der Mitte, also an einer Stelle, wo ich wusste, das reicht alles, und habe es einfach so wieder zusammengesteckt, also die Enden sozusagen auf Stoß setzen lassen. So habe ich einen sehr schönen geraden Schnitt hier an der Stelle. Und ja, der Rest ist einfach auch hier wieder trimmen, Bögen ansetzen und. Vorne, wir gehen vielleicht nochmal nach vorne zum Innenradhaus. Das ist auch nochmal ganz interessant. Wenn der Reifen einschlägt oder das Rad einschlägt, ist hier normalerweise im Serienzustand zu wenig Platz. Und das kann man ganz gut korrigieren, indem man jetzt einen Schnitt macht. Ich habe also einen Schnitt gemacht, habe dann die beiden Teile wieder neu vernietet und habe dann mit einer sauberen Naht von einem Karosseriekleber dann das Ganze versiegelt. Das hier ist ein schönes Projekt und zwar für einen Umbau, der auf diesem Kanal hier jetzt relativ zeitnah erscheinen wird. Und da bin ich sehr gespannt. Also mir macht dieses 4x4 Thema sehr viel Spaß. Ihr könnt ja vielleicht mal kommentieren, wie ihr das findet, ob das interessant ist oder ob ihr wirklich eigentlich nur auf dem Weg nach unten seid und Bock habt auf die ganzen tiefen und breiten Autos mit viel Sturz und allem möglichen Pipapo oder ob euch diese Projekte hier auch gefallen. Ja, wir starten jetzt mal ins Wochenende. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Viele Grüße aus Berlin. Bis bald. Haut rein. Ciao.